Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's los mit Wincraft. Und ich hatte das gerade eben schon mal angefangen, weil ich mich eigentlich gar nicht damit auskenne. Bin ich einfach mal auf dem Server, hab geguckt, ja, was macht man hier eigentlich so? Und es ist jetzt aber noch nicht viel passiert. Da geht man einfach einen Weg entlang und kloppt sich mit ein paar Zombies und dann landet man hier in Ragni. Ja, Wincraft, WC, das ist ein bisschen merkwürdig mit der Abkürzung. Auf jeden Fall geht man dann zu dem König und der heißt einen herzlich willkommen. Und I'm a little busy right now, as you can see. Nö, kann ich gar nicht sehen. Jedenfalls bin ich schon Level 3, wie es aussieht. Und ich habe hier eine Quest angenommen. Und ich habe hier so eine optionale Quest angenommen. Und die wollte ich jetzt erstmal machen. Also, wie gesagt, ich bin hier. Es ist so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Ich bin hier ganz unbedarft einfach mal auf den Server gegangen. Aber es sieht irgendwie ganz cool aus. Und Moment. Ich wollte das gerade zeigen. Hier war das. Im Gefängnis sitzt nämlich der Oni und der möchte einen Schlüssel haben. Find Varont in the sewers and take the key. Ach, steht da jetzt eigentlich... Ich dachte nur, dass hier irgendwo die Koordinaten angezeigt werden, wo man hin muss, aber jetzt gerade anscheinend nicht. Jedenfalls Oni will hier irgendwie aus dem Gefängnis ausbrechen, was wir einfach hier tun. Oni ist anscheinend ein bisschen zu fett und kommt hier nicht durch, deswegen braucht er den Schlüssel. Naja. Jedenfalls müssen wir jetzt in den Wassergraben. Also hier ist ja der Königspalast. Hier sind etliche leere Häuser. Hier sind, ach, da könnte ich aber vorher nochmal hingucken. Zu den, hier war ich noch nicht. Wie viel habe ich denn? Ah, ich habe sowieso nur noch 6 Smaragde. Ah, das kann ich mir sowieso alles nicht leisten. Kann ich auch noch gar nicht anziehen, weil mir das Level fehlt. Ich bin erst Level 3. Aber die könnte ich ja haben. Das Ding ist, ich habe hier irgendwie Boots gefunden, aber da brauche ich Level 8 dafür. Naja, und was hat... Huch. Was hat denn der Waffenhändler? Der hat ja auch nichts anderes. Naja. Ich bin übrigens Warrior-Klasse. Und habe hier einfach den Oakwood Spear. Ja, muss erstmal reichen. Ja, dann gehe ich jetzt mal in den Wassergraben. Ja, hier ist nur einfach ein Teich. Und, ach ja, bei dem Questbook, man sieht schon 33 Seiten, also
Da kann man ein bisschen Spaß haben. So, und jetzt muss ich hier einfach irgendwie runterspringen, ohne zu sterben. Boah, geht das tief runter. Aber ich frage mich jetzt, ich muss ja irgendeinen finden. Genau, den Warond. Schon wieder vergessen. Aber wo könnte der sein? Ich hoffe nicht unter Wasser. Da würde ich ihn wahrscheinlich nicht so leicht finden. Ja, das ist jetzt erstmal so eine optionale Quest. Die ist jetzt noch nicht so spannend. Die andere Hauptquest, bei der geht es dann auch raus aus der Stadt. Und es ist eine ziemlich große Map mit vielen Orten, mit vielen Städten. Oh, ich sehe gerade, meine Hungerleiste geht ziemlich runter. Vielleicht muss ich erstmal ein bisschen regenerieren. Okay, aber das geht sehr schnell. Ich habe mir auch hier einen Potion of Healing gekauft. Ja, mal sehen, ob ich da überhaupt schnell genug reagiere, um den dann möglicherweise zu trinken. Oh, stelle ich mich hier noch mal kurz hin. So, da musste ich mich ganz kurz mal räuspern und habe eine kleine Pause gemacht. Und ja, jetzt geht's weiter. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wo ich hier entlang muss. Okay, da außen explodiert irgendwas. Ah, ich glaube, das ist dieses Geräusch, wenn jemand ein Level-Up hat, weil das hatte ich auch schon. You are now leaving Ragni. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwo ja vielleicht so einen Eingang gibt. Weil ansonsten wüsste ich nicht. Also hier ist Yuas, das ist ja so. Ja, das ist jetzt nicht der Burggraben, keine Ahnung. Irgendwie ein Kanal. Ein Abflussrohr. Aber da hätte ich gedacht, dass das vielleicht hier irgendwie hier mit zusammenhängt. Da geht's ja runter. Oder muss ich da oben hin? Das kann natürlich auch sein. Weil hier komme ich jetzt wieder nur raus. Oh. Gleich mal die erste Mini-Quest verpeilt. Aber wo ist das denn? Ach ja, hier sind so kleine Ratten, die kann man tot machen. Dann gibt es ein bisschen XP. Und Bob the Zombie, den habe ich schon mal gekillt. Und da habe ich hier Bobs Tier bekommen. You feel bad for Bob when you hold it. Ja.
Bob tut einem jetzt gerade nichts. Jetzt haut er mich. Naja, Bob ist hier irgendwie so... Wow. Hier gibt's also auch Pferde. Nicht schlecht. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, was der meint mit der Kanalisation. Ansonsten... Ja, Dichters, my name is Oni. You can access the sewers by jumping into the ravine that surrounds this fort. Doch, doch, ich war schon richtig. Aber ich habe keinen Eingang gefunden. Oder muss ich hier hoch jetzt? Das könnte natürlich sein. Aha. Man kommt also wirklich nur von hier rein. Das ist aber nicht schlecht gemacht. Hier ist eine Kiste. Und da ist Loot drinnen. Und da ist Rüstung drinnen. Und die Kiste verschwindet gleich. So, Level 2 kann ich anziehen. Das kann ich wieder nicht anziehen. Na toll, jetzt habe ich die zweimal. Naja. Aber jetzt muss ich ja erst... Huch. Da oben geht's anscheinend ziemlich ab. Okay, und die Ratte wollte mich gerade angreifen. Die Kanalratte. Wow, da ist noch eine. Hallo? Irgendwie habe ich die jetzt gerade zwar geschlagen, aber es hat sich nichts getan. Naja, hier ist auf jeden Fall Varont. Was hast du denn zu sagen? Wow, you're not with the guards, are you? Thank God, yes, I do have the key. Here it is, hopefully we can free the prisoner. Ah, das ist der Key. Ist nur die Frage, wollen wir den überhaupt befreien? Have you freed Oni? Nein, noch nicht. Ich meine, einerseits sollen wir dem König helfen, andererseits will jetzt da so ein Gefangener raus. Vielleicht ist das ja gar nicht so gut. Irgendeinen Schwerverbrecher hier zur Flucht zu verhelfen. Ich gucke gerade noch mal in den anderen Gang. Gibt drei Gänge. Vielleicht gibt es ja drei Kisten. Ah, und da oben... Oh nein, nicht schon wieder. Dafür bin ich jetzt Level 4. Das ist auch nicht schlecht. Ah, und ich habe zwei Skill Points. Die kann ich hier vergeben. Agility. Ja. Ich mache hier nochmal Strength. Und weiß gar nicht, was mir das hier bringt. Chance of
Dodging all damage. Aha. Okay. Das ist aber nicht so schlecht. Das könnte, glaube ich, auch sehr hilfreich sein. Und ist hier noch eine Kiste? Was ist das hier? Hier geht's irgendwie wieder nach oben. Ah, da hätte man hier auch runtergekonnt. Okay. Und immer diese Ratten, also sehr sauber ist dieses Ragni ja wohl nicht. Wahrscheinlich herrscht ja auch die Pest und alles, ja. Naja. So, jetzt habe ich mich irgendwie beinahe schon wieder verlaufen. Das war doch irgendwo hier. Genau. So, geht das jetzt? Ah ja, wonderful. You got the key. You got the secret. Although I got kind of used to this cell, I think I'll stay for a bit. Okay. However, I am not greedy. Here's something to thank you. Quest completed, prison story. Na super. 200 Experience Points, das ist nicht so schlecht. Und 18 Smaragde. Ja. Na dann noch viel Spaß hier in deiner wunderschönen Zelle, aus der du gar nicht mehr weg willst. So. 6% finished. Genau, Ensign's Brother. Das ist das nächste. Und zwar der Ensign. Der ist ja hier. What are you waiting for? Ja, ich wollte ja nur noch mal nachfragen. My brother shouldn't be hard to find. He's usually at entrance of the Nifla forest. Also irgendwie. Na super. Also hier hat man Koordinaten, was ja wirklich hilfreich ist. Ach, das kann ich jetzt auch machen, weil ich Level 4 bin. Und, aber hier hat man jetzt keine Koordinaten. Ah, das ist auch wieder eine Nebenquest. Aber dann mache ich jetzt erstmal hier die. Oder Nebenquest, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie zusammenhängen.